Leute, was geht ab? Heute mal endlich wieder ein Video von mir, werden sich die meisten wahrscheinlich denken. Und ja, viele dachten vielleicht, ich bin tot oder sonst irgendwas, aber nein, ich hatte einfach nur viel um die Ohren. Heißt Ausbildung, Fahrschule, etc. Das gleiche Spielchen wie immer, wo ich schon vorher in den Videos gesagt habe. Und ja, ich habe einfach gesehen, es gibt in GTA so einen neuen Gegnermodus, Kill Quarter 5 habe ich jetzt so. Also der ist Kill Quarter und das ist quasi Map 5, könnte man sagen. Ist so ähnlich aufgespielt wie Waffenspiel, bloß mit Teams. Und zwar bekommen die Spieler, das steht da oben schon alles, aber ich lese euch das jetzt auf, jeweils immer eine Waffe pro Runde. Und wenn die halt zusammen als Team diese Runde gewonnen haben, bekommen sie halt die nächste Waffe. Und so geht das immer weiter, bis man wirklich am Ende die letzte Waffe hat, wie bei Waffenspiel in Call of Duty. Also genau das gleiche Spiel trotzdem. Ich warte jetzt darauf, dass die Lobby jetzt hier endlich startet. Dann sollte es auch schon fast losgehen. Ich habe wie versprochen im Video habe ich mir das S7 Edge in Gold geholt. Hätte da euch ja auch so gefragt. Und ja, die Sitzung wird gestartet. Ich bin echt gespannt, ihr dürft das auch nicht allzu viel von mir erwarten. Das ist jetzt hier, vielleicht geht ja das letzte Mal gespielt. Es ist schon ewig her, es ist wirklich ewig her. Call of Duty ist schon einen guten Monat her, aber GTA ist bestimmt 2 Monate. Locker 2 Monate habe ich das nicht mehr gespielt. So, und wie ich sehe, sind wir im Orangen-Team. Nehmen wir mal den Stinkefinger. Ja, gucken wir uns mal das Kinger-Team an. 3, 28, 85, 27, wie sieht wird. Wow, es gibt ja mehrere Teams. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Soll ich dem Team hier beitreten? Ah, nee, haben die Spaß schon gemacht. Wir bleiben schön zusammen, Alter. Wir bleiben schön zusammen. Okay. Ich ist einfach hierbei reingeschaltet. Na super, jetzt fängt das an, ne? Jetzt wissen wir nicht, wie wir die Teams hier machen sollen. Und keiner will irgendwie zum anderen. Ich gehe jetzt hier einfach oben mit rein. Wunderbar, haben wir uns geeinigt. So muss das. So muss das. Oh, ich merke jetzt schon, das wird ein ewig langes Video. Aber scheiß drauf, ich werde das glaube ich in voller Länge noch hochladen. Es sei denn, es wird so lange, dass ich wirklich hier nur die besten Szenen rausschneiden muss. Aber komm, voraus haben wir. Oh shit. Was? Gar kein Autozoom drin? Was ist das denn für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Okay, spannend.
Wieso? Ja, alles klar. Der Spawn ist einfach mal so gelegt, wie in Call of Duty. Man spawnt direkt neben ein, beziehungsweise der Gegner spawnt neben ein. Ja, ja, genau so muss das. So, das haben wir auch im endlichen MG erreicht. MB, meine Waffe. Komm schon, los, zeigt euch. Aua. Ja! Es ist so unnötig. Die spawnen hinter einen. Au. Was? Von wo denn? Nicht mehr normal hier. Okay, mit der Waffe habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ja, wenn man einfach von allen umzingelt wird. Zack. Endlich haben wir auch mal einen getroffen. Scheiße, ich hätte den locker getroffen. Zack. Nein, fuck, Mann. So ein Scheiß, Mann. So ein Scheiß. Nein, keine Sniper. Oh, jetzt haben wir noch verloren. Eine Runde spielen wir noch. Eine Runde geht's noch. Haut vor. Nice, hier sind sogar die letzten. Nice. Ja, wirklich, eine Runde versuchen wir noch zu spielen. Mal gucken, wie das wird. Jetzt kann ich zum bisschen das ganze System, so sagen wir einfach mal. Ich glaube, das ist auch wirklich Team belegt, weil wenn man wirklich mit jemandem in der Party zusammenspielt, sollte das bestimmt richtig geil werden. Ich werde mal versuchen, wieder ein paar Leute dazu überreden, mal wieder GTA zu spielen. Und vielleicht würden die das sogar machen, dass sie dann ein Viererteam machen und dann wir zu viert einfach den Rest so dermaßen zerficken. Aber wie gesagt, muss ich wirklich abklären, muss ich einfach mal fragen. Auf jeden, das behalte ich im Hinterkopf. Das behalte ich sowas von im Hinterkopf. Das sage ich euch.
Ja, genau. Er holt mich einfach so. Hat er schon mal gesagt, dass ich diese Waffe über alles hasse, genauso wie das scheiß Team, Alter. Natürlich. Das ist nicht mehr normal. So unnötig. Es macht echt keinen Spaß, dieser Modus. Es macht echt keinen Spaß. Ist denn das? Guckt es euch mal an, wie weit die schon alle sind, ja. Ja, komm, hier habe ich eine Chance gegen MG. Wie soll ich da eine Chance haben? Erwischt, mein Freund, sowas von erwischt. Und nochmal erwischt. Hinter! Hasta la vista, baby. Wieso, wie fährt dieses Auto so nicht an? Friss, Alter, friss einfach nur noch. Friss einfach nur noch. Alter, so in Rage Mode. So in Rage Mode. Zack.
bin hier natürlich überhaupt nicht auf dem Präsentierteller oder so. Zack. Nein, wir haben verloren, so eine Scheiße. Oh, es hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht am Ende noch, aber ich habe ihn jetzt einfach mal ausprobiert für euch. Ich empfehle es auf keinen Fall für Leute, die nichts von GTA oder irgendwie annähernd vom Schießen hier eine Ahnung haben. Darunter ziehe ich leider auch. Aber was soll man machen? Man kann nicht alles können oder man sollte auch nicht alles können. Das ist vielleicht auch ganz gut. Und ja, damit würde ich mich halt schon auch verabschieden. Vergesst das Video nicht zu liken, wenn es euch gefallen hat. Oder wenn ihr neu seid, lasst doch gerne ein Abo da. Freue mich auf jeden Fall immer wieder gerne, die Zahl steigen zu sehen. Und ja, haut da rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.